Hallo und herzlich willkommen zurück zu The Last Guardian. Und ich habe jetzt doch noch mal ein bisschen gelesen und habe halt versucht, mich nicht zu spoilern. Des Rätsels Lösung ist, ich lache gar nicht mal so verkehrt, dass ich hier mit den Waggons irgendwas machen muss. Allem Anschein nach kann ich den hier tatsächlich ziehen. Das habe ich vorher gar nicht gesehen. Beziehungsweise ich habe, glaube ich, dran gezogen oder ich habe, glaube ich, nur dran geschoben. Und hab nicht dran gezogen und ja, so einfach kann es manchmal sein. Mal gucken, ob mit der Kette gleich irgendwas passiert. Weil hier müsste jetzt das Tor aufgehen, genau. Und Trico schiebt dann. Den Rest der Waggons hier rein. Und damit ist das Tor zu. Gucken, ob ich jetzt beide schieben kann. Nein, greifen. Ja. Schade. Hier komme ich auch gar nicht weiter. Okay. So, Trico, was machst du jetzt da? Willst du mir irgendwas sagen? Kannst du mich jetzt hier irgendwo raufschicken? Ja, und jetzt? Hätte ich mal weitergelesen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich hier die Dinger hier noch rüberziehen muss. Nee, genau, geht ja auch gar nicht. Da ist zu Ende. Genau, und da ist das Loch, wo das Fressen drin war. Kante, greifen, klettern, dankeschön. Oh, ich bin schon wieder zu ungeduldig hierfür. Oder muss ich die mit rausnehmen? Ja, Schätzchen. Was tun, ne? Klettern. Da ist eine Kante. Greifen. Oh, das ist doch jetzt ein Witz.
Wie viel kann ich denn bitte nicht sehen? So, also angeblich soll man den hier in die Ecke schubbern. So, erstmal hier auf den Kopf klettern können. So. So, in irgendeine Sackgasse muss man den auch hier holen. Und dann sollte er da irgendwo hinspringen. Probieren wir doch mal die andere Seite. Komm, nicht so zaghaft. Nein. Ist aber auch nichts, wo ich rauf könnte. Ah, guck mal. Er leuchtet mir den Weg mit seinen grünen Leuchtaugen. Soll einer wissen hier. Gut, also dann doch hier, ne? Dann. Vor allen Dingen, warum wird hier geflüstert? Hier ist doch nichts Böses, oder?
So, Kamera, wo bin ich jetzt gerade? Oh, ich bin in Trikot, hallo? Aha. Flop. Jut, wäre das auch geklärt. Das hat ja zum Glück gar nicht lange gedauert. Okay, kaputte Zugbrücke. Wo können wir hin? Ja, komm, lass mich hier rauf. Komm, 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 komm. Schön, wie die Kamera hier komplett alles ausmacht. Na, ja, weil da oben wieder so ein Ding hängt. Ich dück. Nein, kein Bock. Da ist doch wieder. Da ist doch wieder was. Was zum? Nasty. Ja, und jetzt? Ich dachte, ich komme hier rauf. So. Kollege. Wo muss ich lang? Einfach mal springen. Genau. Ja, das ist schon Distanz, ne? Runter, ne? So, ganz feiner Junge, braver Junge. Vor allem, dass so ein Turm auch das Gewicht aushält. So. Dann glaube ich, muss ich hier runter. Was? Bist du kein Seiltänzer? In dir an, ey.
Wie der mit den Armen wackelt, hör mal, dass der überhaupt Gleichgewicht hält. Ja, genau, verschwinde. Aber du siehst richtig wieder. Nee. Nee, auch Ohren anwinkeln. Siehst du? Ach je. Du armes Ding. Hier sollte ich vielleicht nicht runterfallen. So, und der hüpft jetzt hier fröhlich hin und her. So, von da kam ich doch. Aber ich muss bestimmt, genau, da ist der nächste Draht und dann kommen wir dahin, ja. Der Weg ist völlig klar. Wir haben auch gar keine Höhenangst. Drei Stunden später. Ja, so langsam wird's windig, ne? Wäre jetzt schon cool, wenn jetzt irgendwie noch so ein richtig fetter Sturm aufziehen würde. So mit Regen und allem. Aber die Architektur ist schon interessant. Vor allem, der guckt sich das an und sieht mich und muss mich doch für total den Helden halten. Ich finde auch faszinierend, dass das hier physiktechnisch auch funktioniert in den Levels. Dass man auch wirklich überall greifen kann und so. So, Trico. Vielen Dank. So, jetzt haben wir es doch. Ich glaube, da war die Anweisung in der KI, bitte warte, bis die Physik-Engine sich auskuriert hat.
So, von hier sind wir gekommen. Ne, hier Brücke und alles. So, dann geht's nämlich. Geht's nämlich hoffentlich hier weiter. Oh, und ich kann nicht anders als Chewbacca daraus hören. Da war gerade wieder Framerate. Issues. Hier runterschmeißt. Ja, schön, dass ich hier nichts machen kann. Vielleicht doch nach dem Schwanz greifen müssen. Ja, und jetzt? So, jetzt darfst du gerne wieder zurück. Ist jetzt natürlich wieder das Auge Satans. Da müsste ich jetzt aber hier. Durch, ja. So, hier war ich doch schon. Also da unten. Assassin's Creed.
Ach ja. Und jetzt. Hui! Nein. So, wo ist denn das Auge? Das Böse? Da. Wie convenient das mit einem Schalter gelöst ist. Ja, und nun? So, soll ich loslassen? Ich lass los. Und ich hab mir schon so gedacht, so irgendwann muss so der Moment kommen, wo das mal reißt oder irgendwas passiert, so, oh nein! Aber da ja hier das Spiel einen Erzähler hat. Jo, einmal tätscheln, hat du fein gemacht. Und nun? Und schon wieder abgerutscht. Es ist schon das dritte Mal, dass die Animation gespielt wird. Huch. So, müsste dann da jetzt nicht gleich das nächste Auge kommen? Guck mal, das sehe ich jetzt erst. Da ist so ein Touch Lila mit drin, ne? Jetzt müsste der gleich wieder Schiss bekommen. Ich dachte, ich könnte da hingreifen. Aber nee, konnte ich nicht. So, wann ist jetzt der letzte Speicherpunkt gewesen? Boah, kletter doch außen lang.
So. Jetzt sind wir wieder da, wo ich vorher war. Und ich hoffe, dass der da jetzt raufklettert. Jetzt müsste ihn das Grauen überkommen. Ja, hoch. Oh. Oh, 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 oh. Auf einmal können wir an Wänden klettern. Fatal. Ja, und damit, mit diesem dramatischen Abgang, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao.